Hallo zusammen, heute habe ich mal wieder ein Haul-Video für euch. Und zwar habe ich mir als erstes ein paar Charms bestellt, und zwar über eBay. Ich verlinke euch den Shop mal in der Infobox. Und ich zeige euch jetzt mal die einzelnen Charms im Schnelldurchlauf, dass ihr euch die einmal ansehen könnt. Also die bestellte Tüte ist eine Tüte von 50 Gramm. Und da sind ganz unterschiedliche Charms drin in verschiedenen Größen. Also es sind sehr große dabei, wie ich am Anfang gezeigt habe, aber auch ganz, ganz kleine. Und auch in verschiedenen Farben, also aus verschiedenen Materialien. Also ein ganz schöner Mix. Ich werde die Charms verwenden, um sie an Mini-Alben dran zu hängen oder auch zum Kartenbasteln. Also hauptsächlich für Scrapbooking. Was ich ja auch hauptsächlich mache. Wahrscheinlich werdet ihr dann auch ein paar Charms in den Videos wiederfinden, die ich euch in Zukunft zeigen werde. Und dann könnt ihr euch besser vorstellen, was ich mit den Charms machen werde. Ja, ich habe das Ganze jetzt in einem deutschen Shop gekauft. Ich weiß, es gibt auch viele in China oder Hongkong, wo man was bestellen kann. Das habe ich ja auch schon mal gemacht. Ich habe jetzt auch gerade wieder noch eine Bestellung offen und erwarte die auch in den kommenden Wochen. Wenn ich die dann habe, zeige ich euch das dann auch nochmal. Ja, ansonsten könnt ihr euch jetzt hier einmal ansehen, was ich alles Schönes dabei habe. Ein paar sind doppelt auch dabei. Das stört mich allerdings gar nicht, weil die auch echt schön sind teilweise. Teilweise weiß ich auch nicht genau, was das sein soll, was ich da bekommen habe. Aber vielleicht finde ich das noch heraus, wenn ich es länger angucke. Oder sonst mache ich einfach irgendwas daraus. Ja, wir Bastler haben ja immer eine Verwendung für alles eigentlich. Und vielleicht verwende ich auch noch ein bisschen was für Tauschpäckchen. Damit fange ich jetzt in Zukunft auch an. Da zeige ich euch dann bald auch ein Video zu. Ja, ich hatte bislang noch keine Tauschpäckchen gemacht, aber jetzt hatten mich einige User angeschrieben, weil sie meine Videos gut fanden und wollten auch mal ein Tauschpäckchen mit mir machen. Und jetzt habe ich mich auch mal dazu durchgerungen, das erste Tauschpäckchen jetzt auch zu machen. Ich bin schon gespannt drauf. Ich werde das wahrscheinlich auch heute noch fertigstellen. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, hier habe ich jetzt ein paar Charms immer auf einmal gezeigt, weil das dann doch zu viel wurde, alle ganz einzeln zu zeigen, besonders diese ganz kleinen. Und es wiederholt sich ja auch immer mal wieder. Aber ich finde das Paket wirklich sehr, sehr schön. Ja, dann habe ich mir noch ein paar andere Embellishments, sage ich jetzt mal so, bestellt. Und zwar sind das einmal diese Blumen. Das Paket ist ein bisschen größer, da habe ich schon ein paar rausgenommen. Ja, hier sind nochmal so Blumen in so einem Gelb-Grün. Und hier habe ich nochmal solche Blumen aus Papier in Gelb. Und dann nochmal in Türkis. Und dann habe ich auch noch solche mit Punkten drauf. Die gefallen mir auch sehr gut in einem schönen, kräftigen Lila. Und dann habe ich nochmal so Herzchen in so einem Rot auch mit Punkten drauf. Also das ist jetzt jeweils nicht die volle Menge, sondern da hatte ich schon ein paar jeweils rausgenommen. Dann habe ich noch so ein paar Holzteile, und zwar Schmetterlinge. Und auch Blumen, die haben auf der Rückseite schon so einen Klebepunkt, also lassen sich dann gut ankleben. Vielleicht muss man da noch ein bisschen mit Kleber nachhelfen, das werde ich dann mal schauen, wie sich das verhält. Dann bin ich ganz zufällig auf so eine Aquarellbuntstifte gestoßen. Ich hatte mir schon zwei Stück bei Dani Pois bestellt von Faber-Castell, die waren allerdings relativ teuer. Und jetzt habe ich mir nochmal so eine günstigen gekauft, einfach zum Ausprobieren. Dann habe ich mir dieses Fashion Design Set gekauft. Und zwar ist es eigentlich für Kinder, so zum Zeichnen von Figuren. Ich habe es mir gekauft, weil da so Schablonen dabei sind, mit denen man verschiedene Gegenstände
aber auch vor allem Kleidungsstücke zeichnen kann. Und da ich nicht so gut im Zeichnen bin oder es mir gerade noch beibringe, habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine gute Hilfe dafür. Ja, zudem waren noch ein paar Sticker dabei, vielleicht kann ich die auch irgendwie verwenden. Aber ich denke, hauptsächlich werde ich diese Schablonen dann nutzen. Ja, dann war ich noch bei Panduro Hobby. Dort war gerade Sale. Und da habe ich dann auch nochmal zugeschlagen. Und zwar habe ich mir einmal dieses 12x12 Paperpad gekauft. Mit dem habe ich schon lange geliebäugelt, weil ich es wirklich total schön finde. Es war mir allerdings immer zu teuer. Und nun war es auf die Hälfte reduziert. Und dann habe ich gleich mal zugegriffen. Da ist immer so ein Papier mit einem einfachen Muster und danach folgt dann immer eines mit einem Motiv rechts oder links unten in der Ecke. Und ich finde es wirklich super, super schön. Das ist auch ein Motivpapier, das von Panduro Hobby direkt entwickelt wurde. Ja, ich finde das immer sehr schön, weil das ist dann Papier auch, was nicht jeder hat. Manche Papiere hat ja wirklich jeder und man sieht sie ständig und überall. Und das ist hier dann nicht so. Dann habe ich mir dort noch so eine Mappe gekauft mit Papier drin. Also die Mappe dient auch als Aufbewahrung für Papiere im 12x12 Format. Finde ich auch sehr schön. Werde ich mal ausprobieren, wie sich das so verwenden lässt. Da waren dann einmal die folgenden Papiere drin enthalten. Hauptsächlich doppelseitig bedruckt sind die. Ja, mir gefallen jetzt nicht alle Papiere, aber das ist bei so einem Überraschungsset ja meistens so. Ein paar sind auch weihnachtlich schon. Und diese hier zum Beispiel, die sind jetzt sehr dünn. Also das sind wirklich ganz, ganz dünne Papiere, die sich aber dann sicher auch super auf Cardstock aufkleben lassen oder zerschneiden lassen und einzelne Teile davon verwenden lassen. Das hier finde ich auch super schön. Da kann man halt die einzelnen Karten ausschneiden. Total schön. Und das glitzert auch so ein bisschen. Und ist rosa und pink, was mir ja sowieso sehr gut gefällt. Ja, von diesen Papieren mit den Tieren, da habe ich auch schon einige andere. Finde es immer ganz schön, wenn man Papiere hat, die zusammengehören. Lässt sich auch super im Mini-Album dann verwenden. Einige Papiere sind auch doppelt, dieses hier zum Beispiel. Ja, dieses hier auch. Finde ich aber jetzt auch nicht weiter schlimm. Ja, dann dieses mit Winnie Pooh, das finde ich auch total niedlich, wenn er irgendwas für Kinder bastelt. Und dieses hier ist auch super schön. Das sind genau meine Farben und diese Vogelmotive mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Ja, hier lässt sich wieder sowas ausschneiden, so Journaling-Card-mäßig oder auch die Rückseite einfach so verwenden. Es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Papiere, also zu verschiedenen Themen. Hier sind zum Beispiel so ein paar Sportmotive dabei, Fahrradfahrer, Skifahrer und so weiter. Ja, hier sind nochmal so Karten zum Thema Essen oder Küche. Hier ist nochmal sowas mit Mickey Maus, auch so ein Weihnachtsmotiv. Ja, diese Papiere sind auch wirklich sehr schön. Da sind gleich mehrere von enthalten. So im Vintage-Stil. Da kann man das dann ausschneiden, die einzelnen Bilder. Wirklich sehr, sehr schön finde ich das. Und dieses hier ist auch toll, das ist so gestanzt. Ja, das war dann mein Haul für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und freue mich auch mal, wenn ihr meine Videos kommentiert. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.